die Soundeffekte und den Recall. Der ändert nicht mehr als Pizza Delivery Receiver. Einzige, was Pizza Delivery Receiver mehr macht, ist, dass du verschiedene Pizzen hast. Okay, so fuck. Und nun verrat mir, warum die Kindle Skins dieses blaue Symbol haben. Was bedeutet blau? Epic. Epic sind. Epic. Ja, warum sind die Kindle Skins Warte. Epic? Verstehe ich immer noch nicht. Show unowned. Sword by Champion. Alphabetical. Ich hab doch Show unowned. Wo ist Kindred? Bei K. Shadowfire Kindred ist epic. Ja. Ja, okay. Und ich verstehe es immer nicht. Super Galaxy hat auch einen neuen Recall und alles und Soundeffekte. Das sehe ich ein. Das können sie trotzdem scheiße aus. Das ist Shadowfire sehe ich nicht an. Ich meine, ich mag beide Skins nicht, also ist mir egal. Ich mag die beiden Skins auch nicht, aber trotzdem habe ich sie. Ja, das ist mein Vorteil. Mein Champion, mit dem ich das mache, ist halt Jinx. Da mag ich alle Skins und alles sind geil. Dafür hat die auch ein paar mehr. Viele. Ja, ein paar. Zu viele sind es. Hallo. Ich meine, Jinx hat auch nur 5 Skins. Davon sind 3 Epic, einer Legendary und ihr Release Skin. Und die sind halt auch alle gut. Ich meine, sogar ihr Release Skin ist gut. Der hat einfach fucking Dance. Du schießt Leute mit einem fucking Korken ab. Und dann sollen sich Leute mal drüber aufregen, dass sie einen Korken am Arsch haben, ne? Haben sie wirklich einen Arsch. Man muss halt den Slayer Jinx, wo ich sagen muss, dem gefällt mir am wenigsten, aber das ist halt Geschmackssache. Fucking Ambitious Elf ist super. Einfach nur wegen den Geschenken und dem Recall. Firecracker ist einfach super, was die Animation angeht. Und der Stargate Skin ist halt auch gut. Und ich sollte vielleicht mal annehmen. Unter Umständen. Ich will sagen, hell, wow! Stalio. Das hört sich an wie eine Mischung aus Galio und Stalin. Also nicht gut. Sehr, sehr gut. Can he not fucking play Kaiser Support? Thank you. Erstmal Kaiser bannen. Erstmal Kindred bannen. Erstmal Kindred bannen. What? Learn from your mistakes. Instant bun. Poor four. The unseen blade is the deadliest. Rip Jenna, Rip Xayah. Rip, Darius. Na, schön, dass du Fotze. Der Darius-Bann, ey. Nur weil die Leute nicht wissen, wie man gegen Darius spielt. Ich meine, ich habe inzwischen noch 3 Sivir-Skins und ich will noch mindestens einen von denen. Wie viele Skins hat Sivir? 1, 2, 3, 4. Den musst du doppelt zählen. 5, 6, 7, 8, 9. Meinst du Neopacks, Silver? Ja, du bist Pax-Sieger und du musst Neopax-Sieger zählen. 2 Skins. Ich meine, die sind auch separat aufgelistet, aber ne, das ist halt fast der gleiche Skin, bloß der eine ist orange, der andere blau und der andere ist rot-blau. Ich dachte, die hätten keinen Unterschied. Nee, der Pax-Sieger ist rot mit hellblau und Neopax-Sieger ist orange mit dunkelblau. Wow. Ja. Ich hab Bandit, Victorious und Pizza Delivery. Irelia Jungle. Ja! Und unser Support ist useless! Useless! Okay, wir haben verloren. Ja, ich meine, guck den City an. Kindred Jungle. Master Yi Top Lane. Und Kaiser Support. Zeit für Pizza. Ich mag das Slash Art von dem Skin. Einfach weil das so scheiße spielt, ich hab Shadowfire Kindred. Oh, ich sollte vielleicht Ali Carry mitnehmen. Und nicht Tank. Tank Silver confirmed. In der letzten Sekunde nochmal die Runen geändert. Ich geh mal aufs Klo. Mach das.
What? What the f what? What what hä? Wieso? Wieso zum Fick? Ich verstehe es nicht. Hä? Oh, what the fuck? TF-Schange. Lol. Und vor allen Dingen the Presti Tech anstatt Fleet Footwork. Weißt du? Mein Fleet Footwork hätte ich verstanden, einfach weil ich den Jungle finde ich es recht angenehm. Deswegen habe ich da auch einen Scanner dabei. Ich meine, das hilft dir beim Kiten, aber das hilft dir beim Überleben. Ach, vor allem als Twisted Fate. Ja, der muss halt hart kiten, ansonsten stirbt er. Ja, du musst so gut wie gar nicht kiten, ne? Wo denkst du, wird er starten? Red oder Blue? In der Spotzeit, der fängt Red an. Jetzt sowieso von Red Buff mehr, also. Ja, willst du eine Pizza? Nee. Weißt du, was ich nicht verstehe bei dem Skin? Du fängst einfach mit der fucking Hawaii Pizza Hawaii an. Ich hasse Pizza Hawaii. Aber ich habe mir extra kein Chromas geholt, wie die. Bei den Chromas sind einfach die Pizzen noch schlechter. Weil eine ist nur mit Fisch, einer ist vegetarisch. Einer ist immer so Doppelpizzen. Und einer ist. Was war das letzte? Achso, so italienisch angehaucht. So mit Parmaschinken und so einem Scheiß. Ich hab fucking Pizza dabei. Ein Free Marksman. Und die LeBlanc kauft sich keine Items. Those who dread us grant us the most power. LeBlanc Warding Totem. Oh ja, fängst du Topline an. Gut. Du fängst Topline an. Ich will ja seinen Blubber farmen. Und den Free Kill auf ihn. Was haben die nochmal? Lulu, Vayne. Ja, fängt Botlane an. Pullen. Can you fucking stop? Oder? Der hat geflasht. Und LeBlanc ist gestorben. Es erwartet, sie hat auch keine Items. Kaiser, du bist ziemlich useless, wenn du noch keine E hast. Hat die Vayne gerade auf Level 2 Wegeskillt? Wobei die haben eh kein Kill-Potential, macht irgendwie schon Sinn. Ah, die Lache von Kaiser ist nicht schön. Oh nein! Hat der Blue Buff? Ja, hat er. Oh mein Gott, dieser Hurensohn. Dieser Hurensohn ist fast tot. Friss Pizza. Oh,
Oh, die Lulu hat Solo XP bekommen. Nice. Ah, sogar noch getaggt. Das ist so langweilig. Die Luno macht einfach gar nichts. Die spellt nicht mal in meine Richtung. Ich krieg nicht mal Mana zurück. Die auto-taggt nicht bloß. Das ist doch langweilig. Ich meine, die drückt nicht mal Q. Ich will Mana. Mana. Papi, Patidi. Kenshi, fucking stop. Mein Support ist nerviger als die Gegner. Danke. Text so. Pizza Salami, besser. He stack up nicely. Müsste Feldkind Level 3 sein? Ja und? Der Champ wird nicht gefährlicher, wenn er Level 3 ist. Gefährlicher, wenn er Level 6 ist. Ich glaube, es hat er vielleicht wieder gegen Shangan nehmen. Auf Toplane. Der Kram sollte nämlich bald ab sein. Der ist gerade abgekommen. Geil. Und der Riel hat Toplane gewordet. Nice. Please. Oder halt nicht. Lee hat halbe Leben. Kann ich auch mitleben. Jeff, bitte komm gleich vorbei. Jeff kommt nicht. Schade. Unlucky. Was versucht der Botlane? Wahrscheinlich Redcard, Wildcard. Langweiliges Kombination. Ich hab immer noch keinen Mana. Nice. Bonk. Diese Fate ist nicht in Top. Bonk. Ich glaube, die LeBlanc stirbt. Ich denke so. Nur weil sie greedy as fuck ist. Ich meine, wenn sie da jetzt reinspringt, stirbt sie einfach, weil sie macht keinen Schaden in der Zeit, in der der Typ QE drückt. Ich meine, er muss E plus tappen und sie stirbt. I won't die for one. Warum ist sie geflasht? Den Blanc ist gerade wirklich aggressiv geflasht. Geil. In den Tower hinein. Und hat den Kill noch nicht mal bekommen. Hm. Und sie ist immer noch auf der Lane. Jetzt hat er mehr Leben als sie. Und wenn der jetzt die zweite Q anrichtet, könnte er sie einfach anflashen und töten. Könnte. Ein Blue Walk kriegt sie auf jeden Fall nicht mehr. Na gut, hat schon nicht vor, aber die Lulu ist hier. Wann wurde Twisted Feet zuletzt gesehen? Ist schon eine Weile her. Es hat bei uns Botlane war, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Nee, da war er noch nicht Level 3. Dann habe ich keine Ahnung. Vielleicht war er mal Midlane zwischendrin. Okay.
Ja, Twisted Fate Alive. Ist ja schön, dass er am Leben ist. Kann auch Alive hinten in der Base sein. Danke. Muss ich das? Ich muss das holen. Ah, Twisted Fate ist wieder da. Oh, der ist da schon. Those who run from death stood still in life. Also ich würde ja sagen, mein Support ist ziemlich hart useless. Nein, was? Ich habe kein Mana mehr, sonst würde ich da jetzt noch reingehen. Ich habe kein Mana. Und die haben alle noch viel Leben. Du brauchst mich nicht zu pingen, ich habe kein fucking Mana. Ja, yes, okay. Warum hatte die Lulu noch Exhaust? Das war ein bisschen. Ja, keine Ahnung, warum die noch Exhaust waren, ehrlich gesagt. Exhaust hat mich gerade im Play versaut. Und kann es sein, dass Twisted Fate irgendwie eine halbe Sekunde früher TP'en konnte, als normalerweise es sein sollte? Weil, die, die Karten waren gerade mal zur Hälfte um ihn herum. Sonst hätte ich ihn noch getötet, bevor der Ward ankam. Keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, was der TF macht. Das war ein Pilzschild. Und Torch. Einfach nur so. Kaiser denkt sich so, ich mach die Krabbe. Hallo. Guter Trade. Es war zwar keiner. Wieso steht mein Pink Ward eigentlich noch? Ach übrigens, ein halbes SS. Das ist der Face Topside. Das ist wahrscheinlich oder Base. Aber der bei Massi Dive nicht gesehen, nicht dabei war, nehme ich mal an, dass er Base war. Mein Problem ist halt gerade, mein Supporter ist useless. Und das ist keine Untertreibung. Ist Midlane. Dass sich einfach zurückspringt und den TF tötet. Lol. Dann chase er weiter. Er chase er viel weiter vor allen Dingen. Hat die gerade gekrittet. Auf Kommando. Ich sag ja, sie ist halt useless. Der versucht halt was zu fighten, wo ich mir so denke, ja, die hat einen Supporter. Der Supporter steht einfach nur da und macht gar nichts. Die Vayne ist halt wieder full life. Ich bräuchte hier unten echt mal Hilfe. Aber ich krieg hier keine. Ich meine, ich bin hier alleine, effektiv. Tracks. An enemy has been slain.
Wieso steht die. Also ich rede steht einfach 060. Holy fuck. Ich bin genauso scheiße wie ich. Damals. Nein, gestern. Warum zeige ich gestern? Letztes Spiel. Ja, aber die spielt gegen einen Useless Laner. Du hast gegen den Busted Laner gespielt. Ja, das macht es ja nochmal schlimmer. Your next treat, dear Wolf. Cool. Die Frau hat jetzt Statics und eine Ding, Lulu, die einfach permanent Spells in ihr Gesicht zurück. Ich habe einen Supporter, der einfach nur AFK rumsteht. See the difference? Und komm. Die sind jetzt nicht wirklich beide weggekommen. Pff, doch, der Q-Damage kam durch. Halleluja. Haben aber beide geflasht, ne? Weshalb hat er TF gerade geultet? Wieso? Ich weiß es nicht. Warte mal, kann ich mir hoffe, dann schon mal eine WP. Ich meinte eh. LOL. Deswegen hat er geultet. Ah ja. Also, na gut, du kannst auch mit jedem Champion Rift Herald machen. Ja klar, das ist einfach bloß rumlaufen und ins Auge schießen, aber. Ja, die Frau ist halt immer noch Kacker. Und sie gibt den Kill ab. Okay, das war schön. LOL. Der TF hat gerade Stun Cut Flash benutzt. Ich meine, Kindred ist doch nicht mal gut in 1 gegen 1. Eigentlich der schlechteste Jungler im 1 gegen 1. Und trotzdem muss der TF wegflashen von mir. Ja, der Punkt ist, das Kindle ist halt relativ gut mit dem Red Smite. Und dadurch, dass es ja kein Dingsmite, kein Ward Smite mehr gibt, sind alle, die mit Red Smite gut sind, besser geworden, weil Blue Smite ist ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wer hat denn bestimmt in der Solo-Queue den Tracker's Knife benutzt? Außer Lee Sin. Aber die sind auch meistens Full Damage gegangen. Okay. Sie ist halt trotzdem tot, ne? Ja, das meine ich mit meinem Supporter ist useless. Ich gehe jetzt einfach back, ne? Die werde jetzt einfach durchpushen. Ich kann dagegen jetzt nicht wirklich was machen. Ich gehe jetzt einfach auf eine andere Lane. So muss auch jemand anderes die Lane halten. Kein Bock auf die Scheiße. Ich meine, komm so, ich spiele gerade gegen eine 4-1 Vayne. Und mein Supporter steht einfach nur da. In der Lane. Und hat das ganze Game noch nichts anderes gemacht, als einfach nur da zu stehen. In der Lane. Danke. Oh, du tust dran. I dare you. Wow, das hat's jetzt nicht gebracht. Wolf chases, but does not willingly go. Wenn du losen bist. None can hide. Ich hab nicht gesehen, dass das ein Chosen Lee ist. Das Problem ist, die könnten werden jetzt vermutlich auch hier hochkommen und dann kann ich wieder nichts machen. Also was ich gerade machen will, ist farmen. Und das, was ich nicht machen darf, wenn mein Supporter in der Lane komplett useless war, ist farmen. Deswegen bin ich jetzt 2 Kills behind.
mein Stack. Hä? Der hat in der Ulti gestorben oder warum ist der während seinem Strike gestorben? Ich komm von hinten. Ja. Nicht so. Er ist nicht an der Ulti gestorben, also woran ist er dann gestorben? Okay! Klar! 700 Damage mit Ulti Q. Fuck. Sicher! Sicher! Ich sag ja, unser Supporter ist useless, 044. Und die 4 Assists sind scheißegal. Und useless. Habe ich schon erwähnt, dass der auch useless ist, weil es ist Marseille, es ist kein guter Champion und der kann ihn nicht gut spielen. Ja. Ah cool, guck mal, sie feedet. Wasted Teleport. Whoa. Und sie ist tot. Was macht sie? Das ist ein lächerlich. Sie stirbt. Recht erfolgreich. Ich gehe in den Top-Lane. Den kann ich wenigstens fighten. Kannst du jetzt länger überlebt, als ich erwartet hatte, aber... Fuck. Ich hab leider keinen Ult mehr. Ja, TF, komm doch zu mir. Der TF ist geflasht. Aua. Vermutlich TP habe ich, gehe einfach. Ja, und deswegen baue ich nicht gerne Essence Reaver auf Sivir. Es ist einfach, du musst ihn bauen, weil sonst einfach out of Mana gehst und in der Q zu viel Mana kostet in der Lane. Aber danach brauchst du es nicht mehr. Siehst du, was ich meine mit die V ist useless? Einfach useless. Einfach useless. Minions, so. Verpisst euch! Mein Gott. Na, immerhin etwas. Irelia ist Toplane, also können wir ein bisschen pushen. Ist der Masse hier gerade wirklich in die Klinge laufen? What sound do they make? Feathers fall in the snow. Those who dread us. Was fucking Minions. Willst du? Na ah, gut, kriegst du. Und du kannst ihn auch nehmen, aber... Ne, ich hab genug Gold. Gold, du hast mir auch scheiße gehabt. Gold ist der Hauptgrund, weshalb ich dieses scheiße... Oh Gott, sie ist wieder tot.
Ah. Sag ja, komplett useless. Und sie ist auch tot. Okay. Können wir fighten? Nee, können wir nicht, weil der noch ein TF kommt. Nee, Irelia. Ja, fast das gleiche. Gut, Ulti. Und wir müssen mit der Top-Botlane. Nee, den können wir aber nicht öffnen, den Hip. Irelia kann mich bei der HP, die ich jetzt gerade habe, einfach one-shotten mit Ulti-Q. Das ist ja eben schon mal gemacht, also. Kann die bitte aufhören? Ja. Useless Botlane. Useless Supporter, weil es ist kein Supporter. Schade, dass unsere drei anderen Mates komplett useless waren. Und du auch nicht viel machen konntest, so wie ich. Wie gesagt, das ist das Problem mit AC. Wenn du deinen Supporter useless bist, bist du automatisch auch useless. Ja, und dann gibt es ganz so viele, die rumheulen, dass ADC die komplett pokenste Rolle ist. Obwohl es eigentlich immer vom Support abhängt. Nein, ADC ist immer die Rolle, die aus Maul kriegt. Weil du bist immer Glaskanone. Immer. Und immer wenn du nicht Glaskanone bist, ist ADC broken. Deswegen, ne? Ich meine, das war jetzt so eine Kaiser. Ich spiele einfach nur Kaiser, weil ich Kaiser spielen will. Ich hätte eigentlich Kaiser bannen sollen. Einfach aus Prinzip. Ja. Ich meine, come on. 077. Hab nur gefeedet. Und war auf der Lane useless. Ich meine, die Ludo hat halt auch nichts gemacht. Die hat nichts gemacht. Aber wenn wir gefightet haben, konnte die wenigstens alles auf die scheiß Vayne draufhauen. Die hat keinen Damage mehr genommen, whatsoever. Die Kaiser hat gar nichts gemacht. Das ist der Grund, weshalb du keine ADCs auf Support spielen kannst. Support kriegt kein Gold und das Einzige, was ein ADC braucht, ist Gold. Aber anscheinend können die Leute nicht eins und eins zusammenzählen. Denken sich, ja, ich nehme einen ADC ohne CC, der drei extrem teure Items kaufen muss für seine Power Spikes und guck mal, ob ich damit vielleicht das Game gewinnen kann. Nein, dann kommt die Scheiße bei raus. Ne, weißt du, ich weiß nicht mal, warum die Nashers 2 als erstes gebaut hat. Why?